Der besonders stimmungsvolle Brunner Adventmarkt beim Heimathaus konnte auch heuer wieder einen ganz speziellen Ehrengast begrüßen, auf den sich vor allem die Kleinen gefreut hatten. Das Christkind mit vielen Engeln nahm von den Kindern die Geschenkwünsche entgegen. Es ist ja heuer der 14. Brunner Adventmarkt und es ist ja wieder ein karitativer Adventmarkt. Das heißt, unsere Künstler alle hier treten ohne Budget auf, also sie kriegen keine Honorarnote. Und viele, viele Brunner Unternehmer haben diesen Adventmarkt wieder unterstützt, indem dass sie einen Weihnachtsbaum gespendet haben, den auch mit ihren Sachen geschmückt haben. Und im Gegenzug bekommen wir dann immer Gutscheine von den Firmen, die wir dann seitens der Gemeinde meines Referates an die Familien weitergeben dürfen. Das ist mir dann eine große Ehre, wenn ich dann in die Karte hineinschreiben darf, in die Weihnachtskarte, ein lieber Gruß von dem Christkind und ein Wunsch soll Ihnen in Erfüllung gehen, Ihr Adventmarkt-Team mit den Unternehmern der Marktgemeinde Brunn am Gebirge. Und das freut mich immer, jedes Jahr sehr. Das sind immer sehr, sehr fleißige Hände am Werk. Ja, da arbeitet die Verwaltung mit dem Wirtschaftshof sehr gut zusammen. Der Wirtschaftshof muss da sehr viel mithelfen und darum funktioniert das auch immer so gut bei uns. Der Adventmarkt ist sozusagen der Schlussstein der Brunner Veranstaltungen im Kalenderjahr. Ein sehr schöner Schlussstein. Der Rahmen, Sie haben es ja gesagt, ist ein ganz schöner. Das Heimathaus mit seinem Garten und seinem Hof bietet sich dafür an. Und wir sind immer sehr glücklich und froh, wenn wir diese Veranstaltung durchführen können. Es machen ja alle Vereine mit. Es haben ja alle ihre Stände hier in Bedienung. Viele machen einen Punsch. Gibt es einen Lieblingspunsch von Ihnen? Nein, den gibt es nicht. Wir sind natürlich alle gleich lieb und wert. Es sind auch nicht alle Vereine hier. Wir haben an die 50 Vereine, da bräuchten wir also viel, viel mehr Platz, aber doch etliche und da sind wir sehr dankbar. Es ist wirklich jeder Punsch individuell und hausgemacht, kein Industriepunsch und es schmeckt jeder anders, Gott sei Dank, und jeder ist hervorragend. Ja, also da muss ich einen ganz, ganz großen Dank aussprechen an Claudia Reiche-Zeder und Silvia Markovic vom Veranstaltungsteam. Also die haben wirklich wieder... Ja, sie sind eigentlich zwei Engeln, ja, und das ganze Team drumherum. Also das, ob das Wirtschaftshof von den Tischlereien, von Günther und von Peter her ist, ob das die Maurer sind, ob das die Gärtner sind, das Gärtnerteam unter Monika Tod, alle Leute am Wirtschaftshof seitens der Marktgemeinde Brunn am Gebirge, das ganze Team hat wieder hervorragende Arbeit geleistet. Oh, happy day. Oh, happy day.